Noch nicht. Noch ein Pfeffer. Noch kein Pfeffer. Ah. Ja, aber er sollte eigentlich so runterkullern. Genommen habe. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu der neuen sensationellen Ausgabe von Tiny Tommy. Heute möchte ich euch mal von Super Mario das Fire Mario Stadium vorstellen. Im 30er müsst ihr dafür hinblättern, habe ich bei Smith Toys geschossen. Wenn ich einen Link bei Amazon finde, findet ihr ihn natürlich wieder unten in der Beschreibung. Ja, Freunde, was haben wir hier? Wir haben dieses Stadium. Zwei Figuren sind mitgeliefert worden. Mario und Luigi. Ist für zwei Spieler ausgelegt und wir müssen nachher versuchen, mit den Feuerbällen in die jeweilige Richtung des Gegners zu schießen, damit Bowser umfällt. Derjenige, der das als erstes geschafft hat, hat gewonnen. So, tja, dann werden wir das nochmal aufbauen, weil erzählerisch hört sich das jetzt nicht so spannend an. Kuckuck, hier unten bin ich. So, ich habe euch mal einen Schritt erspart und das bereits schon aufgebaut. So sieht die Arena dann fertig aufgebaut aus. Hier oben ist der gute alte Bowser. Und hier haben wir, mache ich gleich nochmal im Stehen sozusagen. Und das ist die Arena sozusagen. Hier haben wir einmal Luigi und da hinten befindet sich Mario. Wir haben hier diese Feuerbälle sozusagen. Und wir müssen nachher versuchen, mit diesen Tasten dagegen donnern und Bowser fällt dann quasi in die Richtung hin und Luigi hätte gewonnen. So ist der Spielablauf im Groben und Ganzen. Dann lasst uns das mal gleich ausprobieren. Hier ist eine Taste und hier ist eine Taste. Auf der anderen Seite ist genau das gleiche auch. So, machen wir noch einen kleinen Rundgang und dann fangen wir an, damit wir schnell mit dem Video fertig sind. So sieht das Ganze dann fertig aufgebaut aus. Wir haben schon unsere Charaktere in die richtige Position gestellt. Einmal Luigi, einmal Mario. Hier ist schon mal Luigi am Start mit zwei Kugeln und dann wartet Mario auf die Gegenabwehr. Wir können hier, müssen wir dann versuchen gegenzufeuern. Dann dreht sich das Teil quasi in die Richtung. Aber wir können uns auch, und Mario muss quasi das gleiche machen mit dem Teil hier. Aber wir können uns auch wehren, wenn wir mit dem Teil hier hinschmeißen, dann geht er wieder. Moment, andersrum, dann geht er wieder zurück. So, wir simulieren das mal. Wir schießen quasi jetzt ein paar Mal hier drauf. Quasi so. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Nochmal. Ups. Und dann sollte er so umkehren. So. Sorry, mein Fehler. Ich habe das nicht richtig eingerastet. Und dann machen wir das jetzt nochmal. Andere Richtung natürlich. Und dann fällt er um. Und dann hatte Luigi gewonnen. So, jetzt werden wir mal eine kleine Battle-Runde mit mir selber machen, weil ich habe leider keine Freunde, aber egal. Probieren wir das Ganze mal aus. So, auf geht's. Wir müssen jetzt versuchen, hier Mario abzuschießen. Ist natürlich blöd, ein bisschen allein. So wird das dann theoretisch funktionieren. Und wenn jetzt Mario spielt, dann wird er so coolern. Und wenn wir hier uns, dann wird er wieder zurück coolern. Zack, probieren wir es mal aus. Nochmal. Ah, zack. Oha. Das ist nicht mein Tag heute. Ein Schuss noch und dann haben wir gewonnen. Wie gewonnen, so verronnen. Noch
nicht. Noch ein Treffer. Noch kein Treffer. Ah. Ja, aber er sollte eigentlich so runterkullern. Tja, wie gesagt, eigentlich funktioniert das ganz gut, aber dadurch, dass ich jetzt hier alleine am Rumfummeln bin. Warte. Oder gehört das so? Naja, wie dem auch sei. Es macht auf jeden Fall sich richtig viel Laune. Probieren wir das nochmal aus, ob das vielleicht... So, er schießt jetzt hier. Ne, Moment mal, wen haben wir denn? Mario. Mario muss ja dann auf Luigi schießen, ne? Ja. Ne, auf jeden Fall muss er in die Richtung fallen. Ich glaube, ich habe das hier wieder ein bisschen falsch zusammengebaut. Aber egal, auf jeden Fall macht es sehr viel Spaß. Zeigen wir das dann mal von der Seite. So, nur mal ganz kurz. Ihr müsst euch das nicht nochmal antun. Dann coolern wir das wieder mal zurück. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. So, wir müssen natürlich jetzt hier von der Seite natürlich auf Luigi schießen. Machen wir mal hier so. Zack. Und dann hätte man quasi gewonnen. Für zwei Spieler macht es recht kurzweiligen Spaß, weil ihr seid dann da quasi so richtig am Battlen, sozusagen. Wartet mal. Zack, zack, zack. Ja, wie dem auch sei, kommen wir jetzt zu meinem Fazit. Vielleicht machen wir noch mal eine Battle-Runde mit Nano Nils, wenn er wieder einigermaßen fit ist. So, kommen wir zum Fazit. So, nachdem wir uns so ein bisschen damit amüsiert haben, würde ich mal sagen, lasst uns mal mit einem kleinen Fazit kommen. Also von der Verarbeitung her finde ich das richtig gut gelungen. Also es ist richtig gut stabil gebaut. Und ihr könnt sogar noch, es ist eine Art Linksystem, ihr könnt ja noch andere Figuren dazu kaufen. Hier ist leider nichts abgebildet. Andere hier zum Beispiel draufsetzen. Hier wäre ja quasi noch Platz für eine andere Figur. Die Figuren sind auch super detailliert. Na, kommst du da raus? Einmal fest, immer fest. Warte mal. Super detailliert gemacht, also nicht nur manchmal, obwohl ich habe hier einen kleinen Fehler gesehen. Guck mal, Freunde, der gute Mario hat hier einen Farbplexer von seinem Bart. Okay, ich nehme alles zurück, aber ansonsten, das war wahrscheinlich die Ausnahme, ist das richtig gut verarbeitet, so wie die Spiele auch. Bowser ist gut, die Knöpfe, die lassen sich auch nicht so schnell abnutzen und hier habt ihr hier diese Kugeln mit diesem Kugellager, das sind die Feuerbälle sozusagen und die verhaken sich auch nicht. Die sind richtig gut, meiner Meinung nach, gebaut. Was gibt es noch zu sagen? Manchmal gibt es ja so Spiele, die man wieder verpacken möchte und dann gibt es da so einen Einrasterknopf, dass ihr das hier nicht verstauen könnt. Bei diesem Spiel ist es anders. Hier könnt ihr wieder alles problemlos auseinanderbauen und wieder gut in die Verpackung stauen, damit ihr das irgendwann mal wieder verkaufen könnt. Ansonsten also so mein Fazit ist eigentlich, für Nintendo Mario Fans ist es durchaus sehr empfehlenswert. Das war's dann von meiner Seite aus. Hier haben wir nochmal dieses Link-System. Mal gucken, was das genau heißt. Wenn es das Target-Story mit allen Spielfiguren der Ding-System kombinieren. Achso, das Link-System sind wie gesagt nur die Figuren. Es gibt keinen Zusatz-Arena-Battle-Set. Jetzt sind wir wieder schlauer. Hier ist das nochmal alles fein säuberlich aufgebaut. Und ansonsten
war es das von meiner Seite aus. Wenn ihr irgendwelche Fragen haben solltet, schreibt es ungern in die Kommentarbox. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Euer sensationeller Tiny Tiny.